Hallo Freunde und Hater da draußen zu einem weiteren kleinen Let's Test von mir. Heute mal mit Survival Postapokalypse Now. Das Ganze ist noch ziemlich neu, das habe ich mir bei Steam runtergeladen und ich konnte es mir einfach nicht verkneifen. Ich dachte mir einfach mal, ey Sibbo, probierst du mal dieses Spiel aus? Es sieht zwar jetzt nicht so mega vielversprechend aus, aber ich dachte trotzdem, das tust du dir jetzt mal an und ziehst es dir einfach mal rein, mal sehen, was diese Art von Survival-Game so zu bieten hat. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich weiß gar nicht, wie man hier anfängt. Soll man einfach auf Play drücken oder auf Servers drücken? Keine Ahnung. Ich denke mal Play. It's too much simpler to survive in Connect to Server. Okay, wir sind jetzt schon auf einem Server drauf. Das ging recht flott, muss ich sagen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in die Außenperspektive. Diese Perspektive, die reicht mir für den Anfang völlig aus. Wir probieren einfach mal, was hier so geht, ne? Was anderes, ja, brauchen wir auch gar nicht ausprobieren. Okay, wir wandern einfach mal jetzt diese Straße runter und vielleicht treffen wir irgendeinen Idioten, dem wir unseren schönen Baseballschläger auf den Kopf einhauen können. Hier war gerade ein kleiner Texturfehler, ja schon wieder. Naja, okay. Das Spiel ist, wie gesagt, noch recht neu und dementsprechend schwierig könnte es auch mit diversen Grafikproblemen werden. Da ist jemand gewesen. Wir wollen mal drumherum. Der will uns bestimmt platthauen. Ich sag's euch. Ich höre doch da drinnen was. Ich sag euch, die Lutschpuppe will uns kalt machen, ne? Wollen wir mal hingehen? Wir gehen jetzt mal hin. Ich bin jetzt neugierig, ich möchte gerne hingehen. Und wenn er uns angreift, greifen wir zurück an. Ist ja klar, er hat auch nur, soweit ich weiß, jetzt einen Schläger. Wir könnten hier durch. Ich gehe mal hier so rum. Okay, wir können auch nicht richtig schleichen, ne? Irgendwo da drin ist er jetzt. Da können wir ran. Nichts drinne. Okay, man öffnet ja auch immer die Schubladen von unten nach oben. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wollen wir mal reingehen? Ich würde sagen, ja, ne? Ich bin jetzt einfach mal... Oh, Alter. Wer hat mich getötet? Ist das ein Sack? Guckt euch das an. Alter. Was sagt der? Cheater? Nee, ich weiß nicht, ob es ein Cheater ist. Keine Ahnung. Ich würde am liebsten Lutscher wählen, ne? Kotstulle, Lutscher oder... Ja. Lutschpuppe. Da ist er. Oder ist es ein anderer? Oder bin ich das jetzt? Wenn ich wieder ins Spiel neu reinkomme. Da oben läuft er, glaube ich. Ach nee, das ist ein anderer, ne? Okay, ich kann erst wieder in 20 Sekunden, 19 Sekunden, 18 Sekunden wieder rein. Keine Ahnung, ich muss mich selbst erstmal mit diesem Spiel befassen. Es ist schon recht merkwürdig. Wir warten jetzt einfach mal. Oder bin ich das jetzt? Keine Ahnung. So, doch, das sind wir anscheinend. Okay, das sind die Dinge, die wir wahrscheinlich haben. Keine Ahnung. Und wir wollen jetzt weitermachen. Wir werden nicht nochmal an diese Stelle zurückkehren, wo der jetzt war. Das ist mir doch zu gefährlich. Wobei, da vorne ist ja das Gebäude. Wir können ja mal schauen, was ist, wenn wir hier lang gehen. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ja, ein kleines bisschen Hoffnung hatte ich ja schon in diesem Spiel. Naja, wir werden ja mal sehen, was so kommt, ne? Also ich kann dazu noch nicht viel sagen. Wir müssen bloß aufpassen, dass uns nicht wieder jemand erwischt. Wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung rum. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das Areal jetzt an sich ist, ne? Aber wäre ja nice, wenn das Spiel noch ein bisschen größer werden würde, beziehungsweise auch schöner. Weil so, ich weiß nicht, ne? Ich habe schon auf wirklich hohe Einstellungen eingestellt. Und, ja, so grafisch gefällt es mir jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß auch nicht, wie viele Entwickler bei diesem Game mitgewirkt haben. Steht da überhaupt was drauf? Ich kann da nichts lesen. Nee, irgendwie steht da gar nichts drauf, ne? Nee, da auch nicht. Okay, wir gehen ins Nichts. Oh, was ist das denn? Oh, cool, ein Wassertropfen. Wir können ja mal zu dem Boot hier gehen.
Ob es hier irgendwie Haie oder weiß ich was gibt, das kann ich euch nicht sagen. Ich denke mal eher nicht. Aber wir können ja mal gucken. Wollen wir mal abtauchen? Was ist das denn? Okay, es donnert und blitzt. Da ist auch noch ein Gebäude. Da können wir auch mal hingehen. Hoffentlich greift uns jetzt nicht etwas von unten an. Nee. Scheint nicht so. Da vorne ist auch was. Ja, hier gibt es anscheinend vieles zu entdecken. Ich möchte hier gerne mal raufkommen. Ich hoffe, wir haben hier irgendwo so einen Zugang, wo wir draufklettern können. Anscheinend nicht, oder? Also ich sehe jetzt hier nichts. Nee, ich denke mal, wir können da auch nicht drauf. Vielleicht von unten rum. Nee, das geht auch nicht. Gehen wir mal wieder hoch. Okay, da kommen wir jetzt anscheinend nicht rein. Ich möchte gerne zu diesem Gebäude gehen. Da drüben ist zwar auch etwas, aber das ist mir jetzt einfach zu weit weg. Wir sind ja jetzt hier in der Nähe und von daher möchte ich schon gerne dahin gehen. Ich hoffe aber mal, dass da jetzt niemand ist, der uns, ja, nur Schlechtes will. Na komm schon. Beweg dich mal. Das Spiel hat übrigens 5 Euro gekostet, also es hat jetzt nicht die Welt gekostet. Und daher kann ich auch nicht so viel erwarten, ne? Ich meine, Epoxy kostet 95 Cent und... Oh, da vorne ist einer. Wir könnten ja gucken, ob wir den killen. So, komm schon. Stirb. So, der ist tot. Ein bisschen fies, ne? Ich weiß nicht, ist der gerade ins Spiel erst reingejoint? Keine Ahnung. Wir gehen einfach weiter. Wir scheißen auf den. Vielleicht ist es ja der, der uns getötet hat. Ich weiß es ja nicht. Okay, eine Schale will ich nicht haben. Die Wettergeräusche, die sind ja schon nice. Aber ansonsten, grafisch, ist es natürlich noch mega ausbaufähig. Aber darauf scheiße ich jetzt mal. Ganz ehrlich, ne? Was ist das? Oh, eine Knarre, eine Knarre, eine Knarre. Knarre. Und was ist das? Okay, wir haben jetzt eine Knarre. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Schuss wir haben. Streichhölzer. Können wir das Ding zumachen? Nein. Ist hier noch was? Nee. Wieder so eine olle Schale. Ach ja. Aber ansonsten finden wir hier eigentlich nichts. Dann gehen wir mal wieder raus, ne? Oh, was ist das? Ein Rucksack. Cool. Jetzt haben wir auch so einen schicken Rucksack. Ja, ich weiß jetzt leider nicht, wie das hier mit der Außenperspektive ist. Ob wir in die Außenperspektive gehen können. Ich kann ja mal schauen. Nein, von hier aus kommen wir auch nirgends voran, wo wir gucken können. Egal, scheiß drauf. Wir gehen weiter. Ich möchte jetzt hier nichts verlieren. Ich möchte weiter. Des Wandernis des Müllers Lust. Was ist das? Oh, ein Schlipper, oder wie? Ziehen wir auch mal gleich an. Okay. Können wir hier die Schlipper tauschen, oder wie? Ah, nee, das sind Schuhe. Jetzt haben wir coole Schuhe. Jetzt sind wir voll in. Wir gehen einfach weiter. Ganz ehrlich. Und wenn jetzt jemand kommt, dann knallen wir ihn ab. Ist mir scheißegal. Ich lasse jetzt hier niemanden am Leben. Die können mich alle mal kreuzweise. Ich sag das mal lieber nicht zu laut, ne? Sonst wollen die es wirklich noch. Wir gehen jetzt einfach hier so drumrum. Vielleicht treffen wir ja noch den Idioten oder vielleicht gehen wir ja wieder zu diesem Gebäude zurück. Und wenn der da noch sein sollte, ich sag's euch, Leute. Vorausgesetzt, da sind jetzt Kugeln drin, ne? Dann werde ich ihn abknallen. Können wir das hier irgendwie sehen? Ob da Kugeln drin sind? Ein Radio. No battery, okay. Benzin. Alles klar, und ein Chicken Donut. Den könnten wir eigentlich mal essen, ne? Ja. Oh, okay. Wir haben dran genascht. So. Keine Ahnung, der gibt uns irgendwie gar nichts. Da steht drauf Damage 40 HP. Ich weiß gar nicht genau, was das jetzt bedeuten soll. Bedeutet das, dass wir jetzt irgendwie nur 40 HP haben oder was ganz anderes? Keine Ahnung. Wir probieren einfach unsere Knarre aus. Und wenn sie nicht funktioniert, scheiß drauf, ganz ehrlich.
Hier ist auch noch ein Boot. Können wir da vielleicht drauf? Ich denke mal nicht, ne? Da kommt man schwierig. Doch, hier. Hier kommen wir drauf. Okay. Ja, der atmet ein bisschen blöd, ne? Wir gehen mal hier drum rum. Es ist aber auch wieder so dunkel. Ich sehe hier kaum was. Wobei, ich denke mal, bei den Gegenständen ist die Textur sowieso viel heller. Und dann würden wir auch sehen, wenn da irgendwas wäre, ne? Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Hier ist nur noch Müll und Ramsch. Wir haben schon die schönsten Dinge wahrscheinlich mitgenommen. Oh, schneit sogar. Schick, schick. Eben gerade noch irgendwie so ein halber Orkan und jetzt Schnee. Hier ist ein Bootshaus. Wir müssen aufpassen. Ah, da ist einer. Da ist eine Ratte. Der will uns fertig machen. Der will uns fertig machen. Ich hau auf. Oh, scheiße. Ich habe keine Kugeln in meiner Waffe gehabt. Okay, wir haben keine Kugeln drinne. Jetzt wisst ihr Bescheid. Wir haben noch 7 HP insgesamt. Der hat natürlich jetzt sein Territorium völlig verteidigt. Oh. Geh weg, Sebo. Geh weg. Kreuz und quer. Das ist nicht schwer. Ich bin weg. Okay, ich blute aber stark, ne? Das bedeutet, der wird jetzt schneller sein als ich. Lass mich in Ruhe. Hallo, ich hab nix. Du Bilbo Beutlin. Lass mich in Ruhe. Ich bin weg hier. Ich negiere jetzt in dieses Haus hier. Schließ mich ein. Der kommt. Versifftes Waschbecken. Hallo, lass mich in Ruhe, du. Du Knödel, du. Such dir woanders, Freunde. Der ist da draußen. Scheiße, der könnte mich auch von hier aus abkanalen. Ich höre ihn. Er läuft hier rum. Kann ich hier rein? Nee, ich kann nicht. Sack, du Lutscher! Geh weg! Ich versuche ihn jetzt zu schlagen, Leute. Okay. Er hatte einfach zu krasse Waffen. Und ich war zu billig. Oh, ist das eine dreckige Mistmade. Oh, guckt euch das an. Hey, das ist mein Schlipper. Lass ihn mal schön liegen, du. Oh, ey. Schlecht ist es ja nicht, ne? Ich find's ganz lustig irgendwie. Aber es ist doch schon ziemlich hammer-hardcore. Weiß nicht, wahrscheinlich so eine Russen oder so. Die schon völlig overpowered sind. Ja, jetzt müssen wir natürlich warten. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, oder? Oder wollen wir gucken? Nee, wir bleiben einfach mal jetzt hier und gucken mal, was der da so macht, ne? Jetzt durchwühlt er natürlich die Schränke und hier brauchen wir gar nicht mehr reingehen. Ja, ich habe hier natürlich jetzt nicht drin rumgewühlt, weil ich keinen Nerv darauf hatte. Ich habe ihn ja ganz genau gehört. Ich wusste ja ganz genau, dass er hier irgendwo ist. Und tatsächlich hat er mich versucht, durch die Scheibe da oder durchs Fenster da abzuknallen. Ist ja echt eine Drecksau, ne? So eine Moppelkotze. Mann. Ja, ihr seht es ja so gut wie nichts. Naja. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal hier lang. Also ein bisschen möchte ich schon noch machen. Der Typ mit dem Knüppel, ist der immer noch in diesem Haus? Ich weiß es nicht. Ich denke mal schon. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt, dahin zu gehen, weil der wird mich wieder töten. Oder es jedenfalls versuchen. Der hat mich ja auch mit dem Knüppel verprügelt, ne? Ist hier irgendwo ein Hund oder was? Kein Plan. Schauen uns noch ein bisschen um. Wie gesagt, es ist ja auch nur ein Letztest. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es ja mal gerne liken. Oh! Ich höre doch was. Jetzt mal hier hoch. So. Was ist das? Auch nur wieder so ein Baseballschläger. Bringt mir nicht viel. Wir brauchen eher andere Waffen.
hier hinter. Oh nee, da ist jemand. Yeah, Baby. Wir haben ihn gekillt. So, das nehmen wir mit. Was auch immer das ist. Ich denke mal Munition. Asshole. Ist das geil. Oh, ich liebe das, ne? Explode all over the simultaneous direction. Oh. I don't speak English. Ist halt Pech, ne? PGH, würde ich sagen. Ich denke mal, der kommt jetzt wieder. Ich habe keinen Bock, hier zu bleiben, Leute. Der will mich fertig machen. Oh, ein Donut. Lecker, lecker. Ich hau mal lieber ab, ne? Ich hau ab hier. Ich hau jetzt hier ab. Ganz schnell weg. Ganz schnell weg. Wir gehen einfach mal weg. Ich glaube, das war ein Russe. Natürlich Englisch gesprochen. Ja, so ist das halt im Leben, ne? Einer muss ja krepieren. Ich meine, ihr habt ja gesehen, ich wurde auch nicht verschont, ne? Also ganz ehrlich, ne? Der hätte mich garantiert auch getötet. Schwör ich euch. Ist auch scheißegal. Wir gehen einfach weiter. Und futtern jetzt unseren Donut, unser Donut hier. Keine Ahnung, aber irgendwie kriege ich keine Energie dazu. Kein Plan. Oh, ich habe voll Panik, dass er mich jetzt verfolgt, ne? Ich schieb hier wieder voll die Para. Ey, ganz ehrlich, irgendwie ist es ja schon cool, ne? Ich gehe jetzt mal auf diese Seite darüber. Müssen wir echt vorsichtig sein. Also das mit der Energie ist wirklich noch ausbaufähig. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein bisschen doof gemacht. Aber wir gehen jetzt mal da lang. Wir versuchen mal nicht auf diesen Weg zu gehen. Ich weiß ja nicht, wie viele hier campieren. Gehen wir durch die Wälder hier. Aber lustig ist es doch schon irgendwie. So, hier ist auch noch eine Basis, oder wie? Oh, Stacheldraht, da müssen wir natürlich aufpassen. Oh, hier ist eine Basis. Wir versuchen mal drum herum zu gehen. Ich möchte erstmal... Was ist denn jetzt los? Warum ist alles so schwarz? Connect to Server? Hm, was ist jetzt los? Ey, okay, jetzt ist es hell. Ja, tatsächlich, hier russische Sprache. Also ich denke mal, dass es vorhin ein Russe war. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob dieses Game einen russischen Entwickler hat. Wir können ja mal hier ein bisschen rumstöbern. Komm rüber da. Kann ich die öffnen? Nein, die kann man nicht öffnen. Das heißt, hier ist nichts mehr, oder wie? Hoffentlich kommen hier nicht noch mehr her, da. Eine Holla die Waldfee. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen, ne? Was ist jetzt? Keine Ahnung. Connect to Server. Alles klar. Was ist denn jetzt los? Wo bin ich denn jetzt? Was geht denn hier ab? Bin ich jetzt wieder ganz woanders oder wie? School, 200 Meter. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht, mache ich irgendwie so eine Art Schnellreise immer? Von Server zu Server? Vielleicht sind es mehrere Server, die miteinander verbunden sind, um eine größere Karte zu machen. Keine Ahnung. Ich denke mal, ja. Ich denke mal, so wird das sein. Und wenn ich jetzt hier lang gehe, dann sind wir jetzt so gesehen auf der anderen Seite jetzt draußen und können da weiterlaufen. Das ist ja ganz lustig gemacht, ne? Ich meine, okay, es gibt andere Spiele, die haben mega große Karten, die sind nicht so übergreifend, dass man dann so gesehen auf einen anderen Server wechseln muss. Aber ich finde das jetzt nicht so schlimm, ne? Hauptsache, es funktioniert dann auch.
Da vorne. 200 Meter stand der Schule. So, wir gehen jetzt einfach mal so 200 Meter lang. Ich denke mal, das ist die Schule. Ja, irgendwie fehlt mir aber noch so die Beschilderung, ne? Ich meine, damit kann ich nicht viel anfangen. Ja, ich kann keine unsichtbare Sprache. Okay, wäre da jetzt alles auf Russisch gewesen, hätte ich auch nicht lesen können, ist klar. Aber so ist es schon ziemlich doof, ne? Aber ich glaube, nein, hier waren wir schon mal. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das verwirrt mich jetzt so ein bisschen. Ich laufe jetzt einfach mal hier lang. Ich bin völlig verwirrt und Curry und ich weiß nicht was. Hauptsache, ich treffe nicht jetzt diesen Durchgeknallten, der mich, ja, Asshole genannt hat. Ist kein Problem für mich. Stehe ich drüber, ist nun mal so. Ich glaube, ich hätte mich auch so genannt. Wenn es mich wirklich erwischt hätte. Das hat mich ja auch erwischt, ne? Ich habe mir schon meinen Teil dabei gedacht, aber gut. Sehr kreativ. Ja, wir laufen jetzt einfach mal weiter. Ich würde gerne hier irgendwie auf eine andere Insel oder so. Da ist eine... Brücke. Und jetzt müssten wir irgendwie an einem Gebäude sein, ne? Ja, das ist alles noch ein bisschen hammelig, ne? Ich glaube, da haben wir den Typen getötet hier drinnen, ne? Da möchte ich auch gar nicht mehr rein. Das lasse ich jetzt mal. Ja, das war hier drin, ne? Genau. War da oben. Wir lassen das. Ich gehe einfach mal weiter. Habe ich Schritte gehört? Nee, einen Hund habe ich gehört. Ah! Oh, du verdammtes Mistvieh. Ach, Taka. Komm her. Oh, es lässt sogar Fleisch liegen. Verdammte Dreckstöne. War wohl ein Wolf. Ich habe keine Ahnung, ob wir das braten müssen. Ich denke mal schon, ne? Also roh werde ich das Ding nicht fressen, das sage ich euch gleich. Aber wir sind gleich wieder tot. Ja gut. Ist jetzt auch nicht so ein Drama, ne? Hier drin waren wir auch. Ich glaube, das war hier drinne, wo ich mich versteckt hatte. Wo der Typ mich hier von hier aus abknallen wollte. Oh, cool. Die Pizza ist leider weg. Da ist wieder Benzin. Und ansonsten ist hier nicht viel. Ja, ich werde natürlich im Alltag nicht unbedingt jetzt die immer töten, ist klar. Aber für den Anfang, ihr habt es ja gesehen, da muss man das leider machen. Da wird man ja schon fast zu genötigt, ne? Die schreien ja schon danach, getötet zu werden. Von daher kann ich es derzeit leider nicht ändern. Aber es erscheint mir trotzdem irgendwie alles noch so ein bisschen klein, ne? Oh, da ist wieder so ein Viech. Ich geh mal hier rüber. Ich will mal darüber. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. So, und hier ist wieder so eine scheiß Höhle. Die soll sich mal verziehen, dieses Drecksvieh. Oh, okay. Da ist es. Komm her, du alte Kackbratze. So. Okay, jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Okay. Keine Ahnung, Leute. Ich irgendwie ist das Ganze hier so ein bisschen komisch.
denke mal, wenn wir da reingehen, kommen wir einfach nur irgendwo an einer anderen Stelle auf diesen Teil der Insel wieder raus. Das ist schon ein bisschen sehr skurril und verwirrend. Ah, hier ist wieder so ein schöner Steg. Okay, wo lang wollen wir jetzt? Ich habe keinen Plan. Es gibt auch nicht so viele Orte, habe ich das Gefühl. Wir gehen jetzt nochmal hier lang. Mal schauen, was hier so abgeht. Da müsste ja einer sein, ne? Schicker Unterschlupf. Na, sieht doch ganz nett aus. Hier könnten wir von der Theorie her einziehen. Aber ich glaube nicht, dass wir lange unsere Ruhe hätten. Ist da noch was? Da liegt doch was, oder? So, es fehlt uns jetzt eigentlich nur eine schicke Waffe, ne? Und dann wäre ich echt happy. Aber so ist es schon doof. Wir gehen lieber weiter, ne? Boah, süffige eingerollte Matratze. Können wir den noch öffnen? Ja. Hier ist auch nichts drin. Schade eigentlich, ne? Da fehlt mir noch so ein bisschen die Liebe zum Detail, ne? Oh, cool. Können wir die nachladen? Haben wir irgendwas? Nein. Passt alles nicht. Okay, dann müssen wir erstmal was finden. Aber vielleicht ist die Waffe ja auch gut zum Abschrecken geeignet. Man könnte es natürlich mal ausprobieren, ne? Man weiß ja nicht. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Aber ich denke eher nein. Weil die meisten werden wahrscheinlich auch schon... Also die Leute, die sich mit diesem Spiel extrem befassen, die werden auf jeden Fall Waffen und Munition haben. Und ich denke mal auch, dass sie uns dann abknallen werden, um uns dann auch noch zu beklauen und klauen uns dann auch noch unsere Waffe und haben dann irgendwie vielleicht 10 Waffen in der Tasche, keine Ahnung. Aber ich werde das irgendwie noch ein bisschen machen. Und wie gesagt, es ist auch nur ein Let's Test. Ich wollte es euch mal auf jeden Fall mal präsentieren, das Spiel. Ja, wo lang jetzt? Komm. Ja, der kann irgendwann auch nicht mehr rennen, ist ja klar, ne? In Real Life kann man ja auch nicht 1000 Jahre rennen. Oh, komm schon. Oh, was greift mich denn da an? Der hat mich irgendwas angegriffen. Vielleicht hat mich ja jemand abgeknallt. Angeknallt. Lebe er noch. Mal lieber weiter. Oder ich friere oder so. Das kann ja auch alles sein. Ich weiß ja nicht, ob man in diesem Spiel vielleicht auch frieren kann. Keine Ahnung. Kann ja alles möglich sein, ne? Was ist das hier? Ach, ich glaube, das Gebäude, das kennen wir auch. Da waren wir auch gewesen. Da wurden wir auch getötet. Ich gehe da jetzt einfach hin. So, ihr seht jetzt, die Waffe ist leer und ich habe irgendwie schon wieder Schaden genommen. Okay. Hier sehen wir alles. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ich bin verwundet. Ich habe ein bisschen Hunger. Ich bin durstig. Ja, und wir können anscheinend wirklich frieren, ne? Und ich kann sogar anscheinend Selbstmord begehen. Nimm mal lieber meinen Baseballschläger. Wenn er jetzt da drin ist und uns töten wird, ist es mir scheißegal. So, können wir mal gucken. Wieder Kleidung. Ansonsten. Ja, ich weiß nicht, ne? Ich denke mal, hier wurde eh schon das Beste rausgeplündert. Oh, cool. Das wäre natürlich ein geiles Versteck, ne? Okay, spätestens wenn jemand kommen würde, der wird sich hier natürlich auch umschauen, aber trotzdem.
Von hier kann man wirklich alles erblicken. Schade. Ich kann jetzt hier noch. Wäre ja geil gewesen, ne? Jetzt noch hier die Glocke zu aktivieren. Damit sie alle hierher kommen. Ja komm, wir töten jetzt alle Sippo. Das wäre es jetzt noch. Gehen wir wieder runter. Raus hier, ey. Raus aus dieser Kaschemme. Ganz ehrlich. Oh, was ist das denn? Was bin ich denn hier, ey? In dem Gebetsraum, oder was? Ja, das ist doch irgendwie so ein Engel, ne? Völlig beknackt hier, ey. Naja. Coolen Helm. Habe ich hier so eine orthodoxe Kirche betreten, oder wie? Sieht ganz danach aus, ne? So Russian-Style. Na, ist hier noch was? Ja, ein Rucksack. Oh Mann. Ja. Ich habe Dehydration jetzt mittlerweile. Ich könnte ja mal Benzin trinken, ne? Oder Gas. Nee, das ist ja Gas. Ich denke mal, dass es nicht so gesund wäre, ne? Ich gehe mal stark davon aus. Ich meine, okay, die Russen, ne? Die halten viel aus, ne? Ist so. Ja, aber ich weiß ja nicht. Ich möchte jetzt auch nicht zu lange hier bleiben. Ich sehe hier sonst nichts. Mann, 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 sorry, ein kleiner Frosch im Hals. Aber ich würde dennoch sagen, das reicht auch für jetzt. Ich werde erstmal aus diesem Spiel rausgehen. Vielleicht habe ich dann wenigstens noch meine Sachen, wenn ich wieder reinkomme. Ich weiß es ja nicht. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, könnt ihr das Ganze gerne ja mal liken. Und vielleicht entwickelt sich dieses Spiel ja zu einem netten Epoxy-Nachfolger. Wer weiß. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.